Nun auf den Tagesordnungspunkt 7a, Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Unterstützung für die Ukraine konsequent fortsetzen, Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers beschließen. Über die Beschlussempfehlung werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne nun die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Agnieszka Brugger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Ihre Kinder malen Bilder. Nicht von Autos, nicht von Blumenwiesen, nicht von Einhörnern, sondern es sind Flugzeuge, die Bomben abwerfen und Keller voller Blut. Genau das berichtet das Kinderhilfswerk UNICEF aus der Ukraine. Zehntausende ukrainische Kinder wurden ihren Familien entrissen, nach Russland entführt. Sie müssen in Lagern leben und werden gegen ihren Willen zwangsadoptiert. In Russland unterstützt das sogenannte russische Rote Kreuz im Auftrag des Putin-Regimes offenbar militärische Ausbildungslager für Kinder. Jungen und Mädchen werden darin gedrillt, Tarnnetze zu flechten und mit Gewehren zu schießen. Die Kindheit dieser kleinen Wesen in der Ukraine, aber auch in Russland, wird von der Grausamkeit infolge von Putins Krieg geraubt. Diese Kinder sollten doch einfach unbekümmert lachen, lernen und spielen dürfen. Meine Damen und Herren, die Friedensordnung unseres europäischen Kontinents wurde nach zwei verheerenden und blutigen Weltkriegen geschmiedet, auch mit der Hoffnung, dass dann endlich alle Kinder in Europa in Frieden leben können. Es sind Vereinbarungen, die von allen Staaten mitgestaltet wurden, auch und gerade von Russland. Sie beruhen darauf, dass Grenzen nicht mit militärischer Macht verschoben werden. Und sie beruhen darauf, dass Konflikte zwischen Staaten am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld geklärt werden. Aber jede russische Rakete, jeder russische Schuss zielt auf maximale Zerstörung von Wohnhäusern, Kraftwerken und Krankenhäusern, auf den Tod von ukrainischen Kindern, Frauen und Männern. Aber jede Rakete und jeder Schuss ist auch eine Attacke auf unsere so kostbare Friedensordnung. Und diese historischen Errungenschaften dürfen wir nicht einfach der brachialen Gewalt preisgeben, sondern wir müssen sie entschieden verteidigen. Die Menschen in der Ukraine, die Menschen in unserem Land, wir alle hier in den demokratischen Fraktionen, uns alle verbindet die Sehnsucht nach Frieden und der große Wunsch nach einem Ende dieser blutigen Gewalt in der Ukraine. Doch wie lässt es sich erreichen, wenn alle Verhandlungsbemühungen vom Kreml mit Bomben beantwortet werden und wir sehen, dass die Gewalt in den besetzten Gebieten für die Menschen dort mitnichten endet? Und deshalb stehen wir vor der Wahl. Lassen wir die Unterstützung der Ukraine auslaufen oder tun wir viel, aber leider eben nicht genug? Zögern und wiederholen wir immer dieselben Debatten, bis es zu spät ist, und riskieren als Politiker damit auch, dass Putin am Ende den Krieg doch gewinnen könnte. Dieses Szenario, das wäre der größte Horror für die Menschen in der Ukraine. Aber es ist auch die größte Gefahr für unsere Sicherheit und für unsere Friedensordnung. Und deshalb sollten wir die Ukraine mit aller Kraft so unterstützen, dass sie diesen Krieg gewinnen kann. Mit Diplomatie und neuen Bündnissen, mit humanitärer Hilfe, mit lückenlosen Sanktionen und einer Energiepolitik, die nicht die Kriegskassen von Putin füllt, auch mit Waffen. Und natürlich werden alle Risiken sorgfältig abgewogen. Wir sind uns alle der Tragweite dieser Entscheidungen bewusst. Und das lassen wir uns als Grüne von niemandem absprechen, auch nicht vom Bundeskanzler. Gemeinsam
haben wir in der Koalition, aber auch mit der Opposition schon klar gesagt, keine Bodentruppen, keine Flugverbotszone. Gerade deshalb. Wir verlangen von der Ukraine immer wieder, dass sie angesichts der Risiken und der Gefahren nicht all das tut, was sie nach dem Völkerrecht eigentlich bei ihrer Selbstverteidigung tun dürfte. Und umso mehr müssen wir das machen, was für uns möglich ist. Ja, wir tun bereits sehr viel, aber wir haben in der letzten Sitzungswoche in einem Antrag der Koalition klargemacht, dass noch mehr geht und dass es noch mehr braucht. Und die drängendste Frage ist in der Tat die Munition, aber auch weitreichende Waffen wie Taurus. Für uns Grüne ist es auch kein Entweder-Oder, es braucht beides. Und zur vollen Wahrheit gehört, auch Zögern und Zaudern kann am Ende zur Eskalation beitragen. Denn wenn wir dem skrupellosen Kriegsverbrecher Putin signalisieren, dass wir Angst haben, dass wir streiten, dass wir uns seiner Erpressung beugen und dann zu wenig tun, dann kann auch Wladimir Putin zur Auffassung kommen, immer noch einen brutaleren Schritt weiterzugehen. Und auch dieses Risiko gilt es sorgfältig mit allen anderen Gefahren abzuwägen. Und weil es immer wieder in ungewissen Situationen, bei denen so viel auf dem Spiel steht, hilft, auf die Realität zu schauen, statt mit Gefühlen zu argumentieren oder mit ihnen zu spielen. Frankreich und Großbritannien haben bereits ähnliche, wenn auch nicht ganz so weitreichende Marschflugkörper geliefert. Das hat bisher nicht zur weiteren Eskalation beigetragen. Es hat auch nicht dazu geführt, dass sie auf Moskau abgefeuert werden. Und es gibt kein Beispiel einer Lieferung von Waffen an die Ukraine, bei dem die Ukraine das Vertrauen missbraucht und die Absprachen, die damit getroffen worden sind, gebrochen hätte. Meine Damen und Herren, das Leid der Menschen der Ukraine ist zu groß. Die Gefahr für unsere Sicherheit, die unserer Verbündeten und für unsere Friedensordnung zu hoch, als dass eine Debatte darüber einfach für beendet erklärt werden kann. Die Zeiten von Gerhard Schröder sind zum Glück schon lange vorbei. Das gilt für seine gescheiterte Russlandpolitik und das gilt auch für sein Kanzlerbaster. Unsere Position als Grüne und ich glaube die Position aller Fraktionen ist mehr als glasklar. Wir brauchen dafür auch nicht jede Woche einen Antrag, der wenig hilfreich ist von der Union, den wir auch dieses Mal ablehnen werden. Und Sie wissen genauso gut wie ich, am Ende entscheidet der Bundessicherheitsrat und am Ende braucht es dafür Einstimmigkeit. Die gewichtige Verantwortung dieser Fragen werden wir nicht gerecht mit Schaufensteranträgen, mit Sprüchen wie den Stier bei den Hörnern packen, auch nicht, indem wir vermeintliche Geschichten von Frieden erzählen, die offensichtlich nur bis zum nächsten Wahlkampf halten sollen. Unsere Aufgabe ist es, in einem großen Bewusstsein die Risiken unseres Handelns und unseres Nichthandelns gegeneinander sorgfältig, vorsichtig abzuwägen. Diese Verantwortung tragen wir hier alle gemeinsam. In der Realität das zu tun, was in den nächsten Jahren unsere Friedensordnung schützt und die Sicherheit auf unserem Kontinent erhöht. Das gebietet der Amtseid. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Johann Wadefuhr. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Am Ende des ersten Quartals 2024 dauert dieser russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine nun 2 Jahre an und vermindert. Es sterben tausende Soldatinnen und Soldaten auf beiden Seiten. Es werden Frauen vergewaltigt, es werden Kinder entführt nach Russland. Städte und Dörfer werden zerbombt. Die Front aus ukrainischer Sicht steht maximal. Es gibt mittlerweile russische Erfolge. Das Personal auf ukrainischer Seite, die Munition wird knapp und knapper. In den Vereinigten Staaten von Amerika, die entscheidend
waren und sind für die Unterstützung der Ukraine, verhindert eine innenpolitische Blockade eine weitere Unterstützung. Und deswegen sind wir jetzt in einer Situation eines Abnutzungskrieges, von dem der österreichische Militärfachmann Gustav Gressel sagt, es ist ein Abnutzungskrieg, wenn er so weitergeht, verliert die Ukraine. Währenddessen hat Russland seine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Panzer rollen vom Fließband. 1000 Rekruten im Schnitt werden pro Tag in Russland neu in den Dienst gestellt. Und vor diesem düsteren Szenario debattieren wir in dieser Woche einen Antrag, Frau Kollegin, den wir schon im vergangenen November in den Deutschen Bundestag eingebracht hatten und der nun in dieser Woche nach langen Beratungen im Auswärtigen Ausschuss, wo Sie eine vorherige Aufsetzung verhindert hatten, in dieser Woche diskutiert wird. Ich möchte dennoch die Gelegenheit nutzen, Frau Kollegin Brugger, und Ihnen ausdrücklich für Ihre Rede danken und sagen, dass sie im Wesentlichen das ausdrückt, was die Fraktion von CDU und CSU zu diesen Fragen der Unterstützung der Ukraine denkt. Und es ist gut, dass wir in diesem Punkt einig sind. Denn wir haben nach dem Kriegsbeginn hier mit einer Sitzung am Sonntag und einer wegweisenden Rede des Bundeskanzlers begonnen, wo wir alle, fast alle, wir jedenfalls mit Überzeugung, stehend applaudiert haben und gesagt haben, wir stehen jetzt hier zusammen in der demokratischen Mitte, mindestens, zuweilen auch darüber hinaus, in der Unterstützung für die Ukraine. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir als CDU, CSU wollen diese Gemeinsamkeit weiter. Aber ich sage auch ganz offen, mit einem Verhalten, wie es der Regierungschef hier gestern gezeigt hat, wird diese Gemeinsamkeit kaputt gemacht, wird sie zerstört. Das ist nicht nur nicht hilfreich, sondern ich sage es ganz ausdrücklich, die Anwürfe in unsere Richtung, wenn wir Fragen stellen, das seien Halbwahrheiten oder es gäbe sozusagen ein Sonderwissen einzelner Kolleginnen und Kollegen, ist völlig inakzeptabel für einen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in dieser historischen Situation. Und ich will es ganz ausdrücklich sagen, weil wir hier als Abgeordnete sprechen, Herr Kollege Mützenich, Sie mögen Ihre eigene Art haben, Ihre Fraktion zu führen und haben ja dort eine große Anerkennung. Aber dass Sie hier auffordern, Kolleginnen und Kollegen in anderen Fraktionen für ein abweichendes Stimmverhalten zu disziplinieren, ist kein guter Stil im deutschen Parlament und ist auch mit Artikel 38 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Nicht vereinbar, das sollten Sie sagen lassen. Und ganz grundsätzlich, wenn es ein Land gegeben hat, das immer wieder aus dem Westen heraus versucht hat, sich mit Russland zu arrangieren und nicht zu scharf zu reagieren, wir auch in gemeinsamer Verantwortung, Herr Kollege Mützenich, dann ist es doch Deutschland gewesen. Nach der Annexion der Krim und dem hybriden Angriff auf die Ostukraine sind wir nicht nur im Gespräch geblieben. Bundeskanzlerin Merkel hat das Minsker Abkommen ausgehandelt. Wir haben Nord Stream 1 fortgeführt. Wir haben sogar Nord Stream 2 begonnen. Das kann man heute auch nur selbstkritisch betrachten. Der Bundeskanzler, das muss ich anerkennen, ist noch kurz vor Kriegsbeginn bei Putin gewesen und hat gesagt, es gibt keinen Anlass, dass die Ukraine der NATO demnächst beitreten sollte. Was war die Reaktion? Herr Putin hat diesen Krieg begonnen. Dann hat es die Zurückhaltung bei der berühmten Debatte über Lieferung schwerer Waffen. Wie lange? Monate hat das gedauert. Monate hat das gedauert. Hat nur dazu geführt, dass die ukrainische Armee sich weiter hat festigen können, Stellungen aufbauen können, die jetzt verteidigt werden, die es der Ukraine unmöglich machen, dort vorzudringen. Und jetzt erneut ein monatelanges Zögern mit der Entscheidung und ein Nichterklären der Entscheidung, was den Taurus angeht. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn es ein Land gegeben hat, das sich immer zurückgehalten hat gegen der Ukraine,
immer versucht hat, auch offen zu bleiben, war es Deutschland. Wir haben das in letzter Zeit sehr stark kritisiert. Aber Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass Herr Putin nicht ein einziges Mal darauf positiv reagiert hat. Er hat nicht ein einziges Mal gesagt, oh ja, da ist ja Deutschland, Frau Merkel oder Herr Scholz, die sind offen, die versuchen, ein weniger zu machen. Darauf reagiere ich positiv und nehme mich zurück. Nein, Ihre vermeintliche Besonnenheit hat Herrn Putin immer nur wieder befeuert in seiner Aggression gegen die Ukraine. Das ist das Resultat. Und deswegen bin ich in dieser Situation bei Daniel Cohn-Bendit, der, auch wenn Geschichte sich nicht wiederholt, sagt, wenn wir irgendeine vergleichbare Situation haben, dann sind wir in einer ähnlichen Situation wie 1938. Und ruchlose Aggressoren, die brauchen keinen Anlass für einen Angriff, die machen es von sich heraus selber. Und so gilt es auch für Herrn Putin. Und deswegen ist das richtig, was Ralf Füchs gestern noch einmal geschrieben hat, als das jüngste Interview von Herrn Putin kam. Er setzt auf Sieg. Die Ukraine soll wieder eine russische Kolonie werden. Entschuldigung, ich habe etwas undeutlich geschrieben. Kolonie werden. Er wird nur dann den Rücktritt antreten, wenn er dazu gezwungen wird. Entweder wir befähigen die Ukraine, den Krieg zu gewinnen, oder wir werden mit ihr verlieren. Es gibt keinen dritten Weg. Und deswegen braucht es Entschlossenheit und deswegen braucht es Klarheit in der Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Und dazu sind Sie alle miteinander gemeinsam aufgerufen. Wenn es heute in der Abstimmung nicht gelingt, dann sollten Sie danach darauf setzen, dass diese Bundesregierung die richtigen und die notwendigen Entscheidungen auf der Seite der Ukraine trifft. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Rolf Mützenich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In keinem anderen europäischen Land, geschweige denn außerhalb Europas, wird über ein einzelnes Waffensystem so gestritten wie in Deutschland. Auf diese Debatte brauchen wir uns nichts einzubilden, auch weil eigennützige und niedere politische Beweggründe den Streit leider anheizen, meine Damen und Herren. Man muss sich schon fragen, ob diejenigen, die diese Debatte befördern, davon ablenken wollen. Und da frage ich mich, Herr Wadephul, Herr Kollege Wadephul, wo leben Sie eigentlich? Deutschland ist das Land, was hinter den USA am meisten für die Ukraine tut. 28 Milliarden Euro in den letzten zwei Jahren. Und da geht es eben in der Tat, Herr Kollege Wadephul, nicht allein um militärische Güter, sondern da geht es um humanitäre Hilfe, um Soforthilfe, um wirtschaftlichen Wiederaufbau, aber eben auch um die Flüchtlinge, die immer noch bei uns in Deutschland leben und die hier Schutz gefunden haben. Und bei diesen 28 Milliarden Euro sind noch nicht mal die privaten Hilfen einberechnet. Und wir sollten doch stolz sein auf die Bürgerinnen und Bürger, die eben den Menschen aus der Ukraine, meistens junge Mütter mit ihren Kindern, die geflohen sind vor diesem Krieg, auch diesen Schutz hier geben. Deswegen brauchen wir doch eine angemessenere Debatte, als nur über ein Waffensystem, meine Damen und Herren, zu streiten. Und wer vielleicht in diesem Haus, aber ich befürchte, nein, wer hat die Menschen, die noch bereit sind, sich der Information zu stellen, denn darüber unterrichtet? Vor wenigen Tagen war der tausendste ukrainische Patient in einem deutschen Krankenhaus aufgenommen worden. In den restlichen 26 Staaten der Europäischen Union waren es 2000. Bemerken Sie den Unterschied, was Deutschland für die Ukraine auch in der Humanität
und in der Menschlichkeit letztlich tut. Das gehört auch zu einer Debatte mit dazu. Wir brauchen positive Beispiele, damit der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auch gelingt, meine Damen und Herren. Deswegen, ich glaube, wir sollten uns auf Wichtigeres konzentrieren. Warum sind andere europäische Staaten nicht in der Lage, mehr Mittel nach ihren Ankündigungen bereitzuhalten? Warum ist da drin ein so großer Unterschied zwischen uns? Brauchen wir nicht eine Debatte in Deutschland darüber, dass wir die hier zu uns gekommen sind, die Schutzsuchenden zum Beispiel besser in den Arbeitsmarkt integrieren? Das ist doch eine wichtige Diskussion, auch letztlich für uns. Und genau darum, ja, Sie reagieren genau, weil nämlich Ihre kleinteilige Debatte den Herausforderungen nicht gerecht wird. Sie können es einfach nicht, meine Damen und Herren von der Union. Und ich sage auch in Ihre Richtung und vielleicht diejenigen, die sich davon angesprochen fühlen, brauchen wir auch nicht eine kluge Debatte darüber, wie wir die Länder, die den Krieg in der Ukraine anders deuten oder instrumentalisieren, mehr für das Ziel eines Kriegsendes aktivieren. Leider, und das müssen wir doch sagen, außerhalb Europas haben viele Länder einen anderen Blick auf diesen Krieg. Sie sagen, es ist vielleicht durch den Westen verantwortet. Sie reagieren mit Schadenfreude. Andere sagen, das ist das Ende der 500-jährigen westlichen Dominanz der internationalen Ordnung. Damit muss man doch umgehen. Und warum schadet es denn? Warum schadet es diesem Deutschen Bundestag auch mal, diese Fragen zu stellen, wie wir diese Länder überzeugen können, uns in Europa stärker eben von diesem Kriegs, von dieser Kriegsfessel auch zu befreien? Und da bin ich bei einem, finde ich, auch Frage, die offensichtlich ja manchmal auch hier schon als Schandfleck bezeichnet wird im Deutschen Bundestag, allein wenn man diese Frage stellt. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen? Und deswegen sage ich Ihnen auch, das Interview des Papstes mag verstörend, unglücklich gewesen sei in seiner Wortwahl. Aber sich für den Papst zu schämen, geht es nicht auch eine Nummer kleiner aus Ihren Reihen? Ich finde, das wird einer angemessenen Diskussion über die Situation des Krieges in der Ukraine nicht gerecht. Und ich finde, auch die Opposition könnte mehr tun, als den kurzen, kleinen innenpolitischen Vorteil zu suchen. Warum reden Sie mal nicht mit Frau von der Leyen, die schöne Bilder, große Ankündigungen macht und die einzige Lösung vorschlägt, einen neuen Kommissar für Verteidigung nach der Europawahl in Brüssel zu bestimmen? Ist das wirklich der Ukraine hilfreich und angemessen? Oder wen eigentlich beeindruckt es, dass der bayerische Ministerpräsident sich mit einem Marschflugkörper abbilden lässt? Vielleicht Herrn Söder interessiert das. Aber wäre es nicht an der Zeit, mit Herrn Weber mal darüber zu reden, sich nicht den Postfaschisten anzubieten für später und den Orbans? Das ist die Frage letztlich auch dafür. Also, meine Damen und Herren, ich finde, manches Maß ist verloren gegangen. Aber ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Auch manches Maß in der Koalition ist nicht mehr dort, und ich finde, dass dem kein Einhalt geboten worden ist, ist ein Armutszeugnis. Wenn der Regierungschef, der Bundeskanzler, mit Begriffen wie Sicherheitsrisiko oder Unwahrheit belegt wird, dann ist das nicht nur unredlich, sondern ich sage es sehr deutlich, auch bösartig. Und dies gehört nicht in eine parlamentarische Demokratie und schon gar nicht in eine Koalition. Der Bundeskanzler hat von Anfang an der Ukraine beigestanden und die nationale Sicherheit unseres Landes gewährleistet. Beides hat er geschaffen. Und dafür bedarf es auch der Würdigung und der Unterstützung und nicht der Beleidigung, meine Damen und Herren.
Und deswegen sehr klar, Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen. Gebraucht wird Verstand, Besonnenheit und Klarheit, und das tut der Bundeskanzler in der Abwägung, die er als Regierungschef hat. Um es noch mal etwas deutlicher zu sagen, damit auch Sie von der Opposition, Herr Badefuhl, und vielleicht der eine oder andere verstehen, um was es eigentlich überhaupt geht. Im Oktober, ja, da können Sie gerne auch lächeln oder dazwischenrufen, im Oktober 2022 befürchtete die amerikanische Regierung den Einsatz taktischer Atomwaffen im Krieg in der Ukraine. Das sollte uns aufhorchen lassen. Manche waren bereits damals von dieser Möglichkeit, dass sie mitgedacht werden musste. Und wir können dankbar sein, dass im Weißen Haus ein amerikanischer Präsident sitzt, der alle, glaube ich, notwendigen Signale gegeben hat an eben Moskau, dass es nicht zu dieser Gefahr gibt, als viele Zehntausende von russischen Soldaten zurückgedrängt worden waren, eingeschlossen und möglicherweise auch gefährdet waren, dass diese taktische Atomwaffe nicht zum Einsatz gekommen ist. Aber das hat nicht gereicht. Es bedurfte eines Wortes, und das ist ja die Änderung der internationalen Ordnung aus Peking, des chinesischen Regierungs- und Parteichefs, der das nukleare Tabu noch mal bekräftigt hat. Und wer war an seiner Seite, als dieses nukleare Tabu bekräftigt wurde, um diesen Einsatz zurückzuhalten, einer taktischen Atomwaffe? Es war der Bundeskanzler, der gegen Ihren Willen nach China gereist ist und dieses Gespräch gesucht hat. Und leider gab es auch Zurückhaltung in der Regierung. Deswegen sage ich sehr klar, meine Fraktion schafft dem Bundeskanzler den Raum für solche besonnenen Entscheidungen und für solche auch Besonnenheit in der internationalen Politik, weil dieser Beitrag für die internationale Sicherheit, für die Sicherheit der Ukraine war größer gewesen als irgendeine Diskussion über irgendein Waffensystem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen nochmal, Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen in unserer politischen Debatte. Und das zeigt sich, genau das ist die Voraussetzung für den Umgang mit Taurus. Der Bundeskanzler hat seine Gründe klar und unmissverständlich geäußert. Es war an der Zeit, der Regierungschef, und das müssen Sie einfach mal akzeptieren, hat alle Kenntnisse, alle Erfahrungen, alle notwendigen Informationen, um abzuwägen und zu klaren Ergebnissen und auch Einsichten zu kommen. Aber was viel wichtiger ist, meine Damen und Herren, der Bundeskanzler trägt die Verantwortung. Er hat hier im Deutschen Bundestag den Amtseid abgeleistet, dass er angemessen handelt, aber nicht zum Schaden der Bundesrepublik Deutschland. Und bitte akzeptieren Sie das und glauben Sie nicht denjenigen, die in Talkshows meinen, sie wüssten es besser, und die da meinen, sie müssten ihre neuen Bücher einfach anpreisen, die sie mal so schnell geschrieben haben. Das ist nicht der Wert für eine angemessene, besonnene Diskussion in der internationalen Politik und der Gefahren, meine Damen und Herren, die dort drohen. Zum Schluss. Ja, bisher war die umfassende Hilfe für die Ukraine unumstritten gewesen. Und gleichzeitig werden wir in den nächsten Monaten die Prüfung dafür ablegen müssen, ob wir nicht in die Fußstapfen anderer Länder treten, die Inneres gegen Äußeres ausspielen. Das ist die große Gefahr. Und deswegen wird der Haushalt eine entscheidende Frage dafür sein, dass wir beides schaffen, die Ukraine zu unterstützen und unserem Land die notwendigen Investitionen zu geben, dass sie die Zukunft schaffen kann. Meine Damen und Herren, vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Tino Chrupalla. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! Eine Lieferung von Taurus bedeutet die Verlängerung des Krieges. Und ja, sie schadet vielleicht Russland, aber den Ukrainern ebenso, und vor allem sie gefährdet Deutschland. Als Alternative für Deutschland verurteilen wir den russischen Angriff auf die Ukraine. Wir stehen für die Gebietssouveränität eines jeden Landes und respektieren den Willen der jeweiligen Bevölkerung. Dafür braucht es Frieden, den wir mit allen friedlichen Mitteln erreichen wollen. Und deshalb muss es endlich darum gehen, gemeinsam mit den Kriegsparteien am Verhandlungstisch Lösungsvarianten zu diskutieren. Und die Lieferung von Taurus schadet vor allem Deutschland. Noch werden wir nicht als Kriegspartei wahrgenommen. Noch. Sie haben es in der Hand, der Bundeskanzler. Und deshalb bitten wir den Bundeskanzler, in diesem Punkt die Linie konsequent weiter für Frieden in Deutschland und in Europa. Und lassen Sie sich vor allem nicht von den Kriegstreibern in CDU, FDP und von den Grünen erpressen. Darum bitten wir den Bundeskanzler. Werte Kollegen, vor nunmehr 75 Jahren hat sich das deutsche Volk ein Grundgesetz gegeben, um, Zitat, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Zitat Ende. Und genau das muss doch die oberste Leitlinie sein. Ein sogenannter Spannungsfall würde hier im Parlament festgestellt. Dann käme die Bundeswehr als Verteidigungsarmee ins Spiel. Nur so weit dürfen wir es gar nicht kommen lassen, meine Damen und Herren. Internationale Verwicklungen sind ebenso zu vermeiden wie ein selbstprovozierter Status als Kriegspartei. Beides wollen wir als AfD nicht. Wir wollen humanitäre Hilfe in einem verhältnismäßigen Rahmen leisten, und das konsequent. Dafür brauchen wir aber eine leistungsfähige Wirtschaft. Aber statt für tragfähige Infrastrukturen zu sorgen, lamentiert die Bundesregierung von Kriegswirtschaft, neuerdings sogar im Gesundheitssektor. Eine verteidigungsbereite Bundeswehr können wir nur noch und immer noch nicht vorweisen. 100 Milliarden Euro Sondervermögen, Sonderschulden liegen bereit und können nicht investiert werden. Warum eigentlich nicht, Herr Pistorius? Stattdessen werden Einwegfregatten ins Rote Meer entsandt. Lassen Sie mich noch zwei Sätze zum Thema Sicherheit der Bundeswehr sagen. Eine ungeschützte Diskussion zu potenziellen Waffenlieferungen und deren Einsatz lässt ein nötiges Maß an Respekt, Moral und Professionalität vermissen. Der lose Umgang mit Sicherheitsstandards hat eine Situation hervorgebracht, die als offene Einmischung in den Krieg verstanden werden könnte. Heute geht es um Taurus. Und was wäre der nächste Schritt? Möchten die Kollegen der sogenannten Mitte des Hauses Soldaten in den Kampfeinsatz schicken? Denken Sie vor allem bei Ihrer Gewissensentscheidung, und ich weiß, Gewissen bei Herrn Kiesewetter und Frau Strack-Zimmermann gibt es nicht. Denken Sie bei Ihrer Gewissensentscheidung auch an die Interessen Ihrer Familien, Freunde und Bekannten. Wir als Abgeordnete des Deutschen Bundestags entscheiden am Ende auch hier über Krieg oder Frieden. Und deshalb fordere ich Sie dazu auf, sich der eigenen Verantwortung für den Frieden zu stellen und diesen Kriegsantrag der CDU abzulehnen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Alexander Müller. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen in der Ukraine verteidigen ihre Freiheit, verteidigen ihre Menschenrechte, ihre Demokratie. Deswegen wurden sie von Putin angegriffen. Deswegen stehen wir an ihrer Seite. Deswegen sind wir solidarisch. Wir wollen die Ukraine unterstützen mit allem, was wir haben, mit allem, was sie braucht, mit allem, was wir abgeben können. Und ja, aus unserer Sicht, aus Sicht der Freien Demokraten, gehört auch der Taurus mit dazu. Das sage ich am Anfang der Debatte ganz offen. Und zu dieser Überzeugung kommen wir aus Überzeugung von Herzen und nicht wegen Eigennutz, wie das hier behauptet worden ist. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass hier häufig als Argumentation Demutsgesten gegenüber Wladimir Putin gemacht werden. Das hatten wir schon.
Es bringt überhaupt nichts, sich ihm zu unterwerfen und dann darauf zu hoffen, dass er mit uns gnädig ist später. Das wird Wladimir Putin nicht machen. 24 Jahre haben wir das Prinzip Wandel durch Handel versucht. Es hat nicht funktioniert. Wladimir Putin kennt nur eine Sprache. Und wo wir jetzt hier in der, die Atomdebatte auch gehabt haben, das kann doch keine Lösung sein, dass das Land, was immer wieder droht, Atom einzusetzen, dass das jetzt unsere neue internationale Weltordnung sein soll, dass derjenige, der die meisten Atomsprengköpfe hat, dass der sich erlauben darf, zu morden, zu vergewaltigen, zu schänden, Kinder zu entführen. Das kann doch nicht die neue Weltordnung sein. Gegen Wladimir Putin hilft nur Einigkeit, hilft nur klare Kante. Wir brauchen eine starke Bundeswehr, wir brauchen eine starke NATO, wir brauchen Einigkeit innerhalb der NATO. Es darf überhaupt keine Diskussion sein, dass das Bündnisversprechen, dass das hält. Und damit klare Kante gegenüber Putin, das respektiert er. Alles andere sieht er nur als Unterwürfigkeit. Und ich habe auch wenig Verständnis für die Geheimniskrämerei, die hier teilweise gemacht wird. Wir haben es ja gestern erlebt, als sich Norbert Röttgen und der Bundeskanzler gegenseitig vorgeworfen haben, du kennst Geheimnisse und verschweigst uns die Konsequenzen. Nein, du kennst Geheimnisse. So kann man keine Debatte vor der deutschen Öffentlichkeit führen. Wir müssen ganz klar die Argumente benennen. Wir müssen die Argumente benennen für oder gegen diese Lieferung, und so müssen wir die Debatte führen. Und diese Nebelkerzen bringen uns nicht weiter. Es reicht doch der Blick nach Spanien. Spanien hat ebenfalls dieses System. Kein deutscher Soldat muss in Spanien dafür tätig werden. Und auch keiner glaubt, wenn Spanien diese Waffe mal einsetzt, dass Deutschland irgendwas damit zu tun hätte. Also es geht jetzt nicht darum, immer zu argumentieren, warum man irgendwas nicht will. Wenn man es will, dann kann man es schaffen. Und daran sollten wir uns jetzt an die Arbeit machen. Jetzt aber zur Union. Diese Spiele der Opposition haben wir auch gemacht. Wir waren in der letzten Legislatur, waren wir Opposition. Und dann haben wir auch immer den Finger in die Wunde gelegt, wenn wir irgendeine Uneinigkeit gefunden haben. Das betraf die Bewaffnung von Drohnen, die Sie versprochen hatten und nicht durchsetzen konnten. Das betraf den Solidaritätszuschlag, den Sie senken oder abschaffen wollten und es nicht geschafft haben, haben wir auch immer den Finger in die Wunde gedrückt. Das kann man machen als Opposition, aber die Koalitionsfraktionen müssen deswegen nicht über dieses Stöckchen springen. Und das werden wir heute auch nicht tun. Und wir brauchen es auch deswegen nicht zu tun, weil die Beschlusslage klar ist. Der Deutsche Bundestag hat vor 3 Wochen beschlossen, dass wir dieses System liefern. Und es ist überhaupt keine Frage, dass das den Taurus betrifft. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Die Beschlusslage des Deutschen Bundestages ist hier eindeutig. Wir brauchen das jetzt nicht wöchentlich oder sogar täglich jetzt uns von der Union hier zur Vorlage vorlegen zu lassen. Die Beschlusslage ist da. Und im Übrigen entscheidet es der Bundessicherheitsrat und nicht der Deutsche Bundestag. Und zum Schluss hätte ich noch einen Tipp an die Union. Der britische Musiker Mike Oldfield hat schöne, lange Instrumentalstücke geschrieben. Einige davon heißen Taurus, Taurus 2, Taurus 3. Das ist eine Platte, die kann man mit Genuss immer wieder auflegen und sie macht große Freude. Ihre Platte, dass Sie diesen Antrag jetzt immer wieder hier bringen wollen, nervt eher und vergeudet nur Sauerstoff. Deswegen werden wir Ihnen nicht zustimmen. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie recht herzlich, auch die Besucher auf den Tribünen und hier vorne in der Debatte fort. Für Bündnis 90 Die Grünen ist der nächste Redner Robin Wagener. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um Ludmilla. Nicht um Leopard. Es geht um Sascha, nicht um Patriots. Und es geht um Irina und nicht um Taurus. Es geht um die vielen Millionen Menschen in der Ukraine, die ständig dem russischen Terror ausgesetzt sind, die ihr Recht auf ein Leben in Freiheit und Würde verteidigen. Und diese Menschen dürfen wir bei unseren Auseinandersetzungen hier im Bundestag nie aus den Augen verlieren. Meine Damen und Herren, uns alle eint der Wunsch nach schnellstmöglichem Frieden. Das gilt für die allermeisten hier im Saal. Das gilt für die Menschen in Deutschland und in Europa.
Und das gilt ganz besonders natürlich für Ludmilla, für Sascha, für Irina. Und zwar sicheren Frieden. Ein Frieden, bei dem die Ukraine nicht dem Besatzungshorror aus Mord, Vergewaltigung und Kindesentführung ständig ausgesetzt ist und der nicht in wenigen Jahren erneut ausbricht. Das ist leider die bittere historische Erfahrung aus dem Einfrieren von Konflikten. Es gehört zur Ehrlichkeit auch, und das wissen wir natürlich alle, dass wir hier bestimmte unterschiedliche Nuancen vertreten in diesem Haus. Aber den Eindruck zu vermitteln, womöglich aus innenpolitischem Kalkül, es wären nicht wir alle, die Frieden wollen, als würde nicht jeder Einzelne von uns nach dem Auftrag im Grundgesetz in dieser Situation ständig die Verantwortung abwägen, die wir haben, als würde irgendjemand gerne ständig über Waffensysteme diskutieren und als säßen die Kriegstreiber nicht ausschließlich im Kreml, das ist ein brandgefährliches, ein zynisches und angesichts der tausenden Opfer ein pietätloses Spiel mit den Ängsten der Menschen. Putins Kalkül, meine Damen und Herren, zielt auf die Spaltung seiner Feinde, auf die Spaltung der Demokratinnen im Westen, auf die Instabilität, die daraus erwächst. Das Ziel verfolgt er mit dem Taurus-League, das verfolgt er mit den ständigen hybriden Angriffen auf uns. Und dieses Ziel müssen wir dem Diktator durchkreuzen. Und darum müssen wir uns auf die Ukraine und auf die Unterstützung konzentrieren und nicht ständig um uns kreisen hier. Und darum ganz konkret zum vorliegenden Antrag der Union. Ich unterstelle Ihnen die besten Absichten in dieser Sache. Aber auch Sie wissen, dass der Bundestag die Lieferung nicht erzwingen kann. Am Ende entscheidet dies die Bundesregierung. Das wissen Sie ganz genau, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und das sage ich nicht nur an die Adresse der Union. Wir brauchen keine weitere Polarisierung in dieser Auseinandersetzung. Wir brauchen eine ehrliche, eine zugewandte, eine respektvolle Auseinandersetzung mit den Bedarfen, die die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten an der Front haben in ihrem Befreiungs- und Verteidigungskampf. Dazu hat der Deutsche Bundestag vor wenigen Wochen einen ganzheitlichen Beschluss gefasst. Und es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, diesem Beschluss etwas hinzuzufügen. Wir bekräftigen den zügigen NATO- und EU-Beitritt der Ukraine. Wir wollen die eingefrorenen russischen Vermögen einsetzen. Und wir überwinden die Munitionsknappheit durch Abnahmegarantien, durch internationale Zukäufe und durch Investitionsschutz für die Produktion in der Ukraine. Und ja, dieser Beschluss des Deutschen Bundestages fordert zusätzliche weitreichende Präzisionswaffen. Und uns allen ist hier klar, dass dafür bestens der Taurus geeignet wäre. Das weiß jeder von uns. Und wir alle wissen doch, dass der Taurus ohne deutsche Beteiligung eingesetzt werden kann. Und wir haben Vertrauen in die Ukraine. Taurus besitzt die notwendige Fähigkeit, das Ungleichgewicht in der Munitionsversorgung auszugleichen. Er besitzt die Fähigkeit, die russische Schwarzmeerflotte auf Abstand zu halten und damit Getreideexporte zu ermöglichen, was wichtig ist für die Versorgung der Welt. Taurus kann Munitionsdepots und die russische Kriegslogistik angreifen und ist damit in der Lage, die Menschen vor dem russischen Terror zu schützen. Ja, das wissen wir. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen kein wöchentliches Glaubensbekenntnis. Gerade weil dieser Beschluss einen ganzheitlichen Ansatz zum Sieg der Ukraine verfolgt, werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort die Kollegin Annette Wittmann-Mautz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich verstehe, dass sich viele Menschen in unserem Land im Moment große Sorgen um unsere Sicherheit machen, dass sie verunsichert sind darüber, ob Deutschland angesichts des Kriegs in der Ukraine das Richtige und das Notwendige tut, um Frieden, Freiheit und Demokratie in Deutschland und in Europa zu bewahren. Um es ganz deutlich zu sagen, für diese Verunsicherung sind aber nicht wir als Opposition verantwortlich. Es macht diese Debatte am heutigen Vormittag einmal mehr als deutlich, denn in der Sache stehen sich die Ampelfraktionen ja diametral gegenüber. Maximale Uneinigkeit. So begegnet man Ängsten nicht. Ängsten begegnet man durch entschlossenes und einiges Handeln. Eine offene, eine klare Kommunikation und schlüssige Argumentation und nicht,
indem man sich der Antwort auf eine Frage von nationaler und europäischer Sicherheit erst monatelang verweigert und seine Richtlinienkompetenz dann vor einer Schulklasse erörtert. Statt dem Souverän in einer Regierungserklärung die Abwägungsgründe für seine Entscheidung darzulegen, hat der Bundeskanzler gestern und Sie, Herr Mützenich, heute mit haltlosen Unterstellungen reagiert. Das allein sagt wirklich schon viel. Sie betonen immer wieder, wie viel Deutschland für die Ukraine tut. Wir tun viel, ja. Aber offen gesprochen, hier geht es doch nicht um Rankings oder darum, ob der eine mehr tut als der andere. Vieles davon sind übrigens bisher nur Ankündigungen. Sondern es geht doch einzig und allein um die Frage, tun wir genug und tun wir alles, was in unseren Kräften steht, damit dieser Krieg mitten in Europa endlich endet. Der Verlauf zeigt uns doch aber, dass wir genau das nicht tun. Im Kern geht es nicht um die Lieferung des einen Waffensystems, sondern es geht um die Frage, wie und womit wir der Ukraine helfen, dass sie diesen Krieg gewinnt, damit überhaupt Friede wieder möglich wird. Und Herr Mützenich, Frieden, das war und ist immer mehr als ein bloßer Waffenstillstand oder ein eingefrorener Konflikt. Dauerhafter und nachhaltiger Frieden, das heißt Freiheit, das heißt Selbstbestimmung. Das gilt doch für uns und muss genauso für die Ukraine in ihren völkerrechtlich anerkannten territorialen Grenzen gelten. Ich muss ganz offen sagen, ich bin immer davon ausgegangen, dass wir uns in diesem politischen Ziel unter den demokratischen Parteien dieses Hauses einig sind und dass es deshalb auch unsere politischen Entscheidungen leitet. Aber nach Ihrer Rede heute Vormittag, Herr Mützenich, habe ich daran größte Zweifel. Ihnen, der SPD und dem Bundeskanzler ging es nie um Reichweiten, technische Voraussetzungen oder rechtliche Vorbehalte. All das waren, das wissen wir jetzt, vorgeschobene Argumente, mit denen der Kanzler uns jetzt über 9 Monate lang hinweg im Unklaren gelassen hat. Es war und es ist am Ende immer eine Frage des politischen Willens und der Entschlossenheit, sich eben nicht auf die Kriegslogik des Kremls einzulassen und von Putins Drohgebärden einschüchtern zu lassen. Genau darauf setzt Russland im Übrigen nicht erst seit heute, sondern schon sehr lange, nicht nur mit Waffen, sondern mit gezielter Desinformation und Manipulation gegen den Westen. Wollen wir uns wirklich von Russland vorschreiben lassen, wie wir deutsche Politik gestalten, ob wir und was wir der Ukraine liefern und wie wir ihr helfen? Das kann doch nicht unser Ernst sein. Wir wissen jetzt, dem Bundeskanzler fehlt dazu der politische Wille. Ja, und offensichtlich kommt noch dazu, dass er im Unterschied zu unseren Bündnispartnern der Ukraine bei der Zielauswahl mit Taurus nicht traut, verantwortungsvoll umzugehen. Für uns jedenfalls ist klar, eine solche Entscheidung, ein so wirksames und effektives Waffensystem wie Taurus der Ukraine oder im Ringtausch anderen Verbündeten zur Verfügung zu stellen, muss besonnen und verantwortungsbewusst abgewogen werden. Ja, nichts anderes erwarten wir im Übrigen von einer Bundesregierung und jedem Bundeskanzler dieser Republik. Aber dazu muss dann auch alles auf den Tisch, auch die Risiken und möglichen Konsequenzen des Nichtshandelns. Unsere Sicherheit erstens wird doch fragiler, je länger der Krieg in der Ukraine dauert. Das vermeintliche Deeskalieren und wiederholte Zögern müssen wir jetzt, im Grunde zwingt es uns, über Waffen zu debattieren, die womöglich gar nicht erst zum Einsatz hätten kommen müssen. Zweitens das Kopfschütteln unserer Partner in der Europäischen Union, der NATO, über den deutschen Sonderweg nimmt doch mehr und mehr zu. Und das nagt am Zutrauen in uns und schadet dem Vertrauen in unsere Verteidigungsbereitschaft und Verlässlichkeit. Je länger wir Putin nicht glaubhaft abschrecken, umso schwieriger und härter werden doch die Entscheidungen in der Zukunft werden. Der Preis ist jetzt schon hoch, doch er wird um ein Vielfaches höher werden, wenn die Ukraine den Krieg verliert. Nicht nur, wenn Russland näher an die NATO heranrückt und wir zu unserem Schutz an der Ostflanke noch
deutlich mehr an Truppen und Material investieren müssen. Auch noch mehr Ukrainerinnen und Ukrainer werden ihr Land in Richtung Westen verlassen müssen. Noch mehr Frauen, Kinder und Familien werden unter russische Besatzungsherrschaft kommen, verschleppt, vergewaltigt oder getötet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freiheit und Selbstbestimmung brauchen den Willen und die Bereitschaft, im entscheidenden Moment sie auch entschlossen zu verteidigen. Tun wir dafür wirklich genug? Um diese Frage und um nichts anderes geht es heute, und davor müssen wir uns vor unserem Gewissen verantworten. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Rebecca Schandorn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in der vergangenen Sitzungswoche hier im Deutschen Bundestag intensiv über die Unterstützung der Ukraine beraten und auch über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Das Ergebnis dieser Debatte war klar. Der Antrag der Union wurde abgelehnt. Der Antrag der Regierungsfraktion wurde verabschiedet. Nun liegt uns zwei Wochen später ein ähnlich lautender Antrag wieder vor, und darum beschleicht mich der Verdacht, dass es hier gar nicht um Inhalt geht, sondern um parteipolitische Spielchen. Und dafür, liebe Union, ist das Thema nun wahrlich von zu großer Bedeutung. Das Dramatische ist, Sie gehen mit diesem Verhalten Putin auf den Leim. Sein Ziel ist es, Zwietracht innerhalb Europas zu sehen, und die größte Oppositionsfraktion springt genau über dieses Stöckchen. Sie verkürzen mit dieser Debatte die Unterstützung der Ukraine auf ein einziges Thema. Das ist nicht nur grob fahrlässig, sondern verschleiert auch die Wahrheit. Die ist nämlich, wir stehen fest an der Seite der Ukraine, und das können Sie doch nicht ernsthaft infrage stellen. Sie kennen doch die Zahlen, wurde hier auch bereits genannt. Seit Kriegsbeginn hat Deutschland der Ukraine Hilfen im Gesamtwert von knapp 28 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dazu zählen nicht nur die militärischen Hilfen, sondern auch humanitäre Unterstützung und Aufbauhilfe. Und damit ist die Bundesrepublik nach den Vereinigten Staaten die größte Unterstützerin der Ukraine. Und es ist unanständig, dass Sie durch diese wiederholte, zugespitzte Debatte auf den Taurus diese Unterstützungsleistung unter den Scheffel stellen. Auch und gerade deshalb ist es unanständig, weil unsere Bevölkerung diese große Unterstützung mitträgt und der Großteil auch befürwortet, was im Übrigen bezüglich der Lieferung des Taurus anders aussieht. Wir werden die Unterstützung so lange wie nötig fortsetzen. Daran besteht kein Zweifel. Und ich kann verstehen, und es ist wichtig, dass es angesichts der russischen Gräueltaten gegen die ukrainische Bevölkerung Debatten darüber geben muss, wie wir noch weiter unterstützen können und müssen. Ich halte jedoch wenig von öffentlichen Diskussionen über Fähigkeiten oder taktischen Einsatzszenarien und von einzelnen Waffensystemen in der Ukraine. Ein Großteil der Eigenschaften bestimmter Systeme unterliegt aus gutem Grund der Geheimhaltung. Wenn Stimmen der CDU, CSU und andere verlangen, dass der Kanzler detailliert darlege, warum er dies oder jenes nicht liefern will, dann hilft das in erster Linie Putin bei der Einschätzung unserer und folglich auch der ukrainischen Fähigkeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, hinsichtlich der Lieferung von Taurus gibt es eine klare, besonnene und gut begründete Entscheidung des Bundeskanzlers. Und dafür hat er meine volle Unterstützung. Danke. Für die AfD-Fraktion hat das Wort Markus Frohnmeier. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Kanzler zieht in der Taurus-Debatte die rote Linie.
Wir kennen Ihre rote Linie oder besser Linien von der Forderung, keine Waffen in Kriegsgebiete bis zu wie aus Helmen Panzer wurden, waren es ein paar dieser roten Linien. Das Wort dieser Bundesregierung ist nichts wert. Meine Damen und Herren, dieser Kanzler, der verschiebt rote Linien wie andere Termine. Wenn die Bürger in Deutschland nicht wollen, dass den Panzern bald Taurus folgen, wenn die Bürger in Deutschland nicht wollen, dass aus der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland an letalen Waffen bald deutsche Soldaten in Kiew werden, dann haben die Bürger in Deutschland eine Wahl. Stoppen Sie diese Ampelregierung, wählen Sie den Frieden, unterstützen Sie die AfD. Die Altparteien im Deutschen Bundestag lehnen Friedensgespräche kategorisch ab. Das haben wir auch heute wieder gehört. Die Waffenlobbyistin und FDP-Politikerin Strack-Zimmermann erklärt dazu, es gibt nur eine Lösung für Frieden. Russland muss militärisch besiegt werden. Wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Das sagt nicht ein Mitglied der ukrainischen Rada, das sagt ein deutscher Politiker und ein CDU-Mitglied, Herrn Kiesewetter. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, erklärt nicht der ukrainische Präsident, sondern die Außenministerin, die wieder am Handy spielt, Annalena Baerbock. Meine Damen und Herren, wenn man Ihnen so zuhört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, wenn es alleine nach Ihnen ging, dann wären deutsche Soldaten bald wieder auf der Krim. Was Sie da machen, das halte ich für brandgefährlich, weil es ein Krieg weil ein Krieg mit Russland ein reales Risiko darstellt. Ihr Verhalten entspricht nicht dem nationalen Interesse Deutschlands und auch nicht dem Interesse der deutschen Bürger an Frieden, an Sicherheit und an Handel. Diejenigen, die unter einem Kriegszustand dank ihrer Privilegierung am wenigsten zu leiden hätten, wollen hier heute darüber entscheiden, ob in letzter Konsequenz unsere Söhne sterben müssen und unsere Bürger unter Entbehrungen zu leiden haben. Deutschland droht mit ihrem Verhalten, mit ihren Sprüchen, die wir gerade gehört haben, zur Kriegspartei zu werden. Und ich sage Ihnen das ganz klar, ja, dass Sie kriegsbegeistert sind von der CDU, CSU, das wissen wir. Wissen Sie was? Schicken Sie Ihre eigenen Kinder in den Krieg, aber unsere bekommen Sie nicht. Was Deutschland hier sein sollte, das ist ein ehrlicher Vermittler, ein Makler. Weil dieser Krieg, wie jeder Krieg, der kennt keine Sieger. Es wird keine Sieg- oder Niederlageoption geben. Nur ein Friedensschluss mit einem Interessenausgleich zwischen Russland, der Ukraine und der NATO kann das Sterben und die weitere Zerstörung der Ukraine beenden. Meine Damen und Herren, 32 Milliarden Euro haben die deutschen Steuerzahler der Ukraine bereits geschenkt. 32 Milliarden für ein Land, das nicht mit uns verbündet ist. 32 Milliarden Euro für ein Land, dessen Generalstab von einem Terrorangriff auf Nord Stream wusste. 32 Milliarden, die eigentlich hier in Deutschland gebraucht werden würden, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen zum Abschluss ganz klar, übernehmen Sie endlich Verantwortung. Das ist kein Computerspiel, was Sie hier machen, wenn man sich diesen Überbietungswettbewerb in den letzten Wochen anhört. Denken Sie an die deutschen Bürger, denen sind Sie verpflichtet. Sie sind nicht hier in einer ukrainischen Rada, auch in keinem russischen Parlament. Wir sind hier im Deutschen Bundestag. Machen Sie Politik für die Bürger in Deutschland, meine Damen und Herren. Janine Wissler für die Gruppe der Linken ist die nächste Rednerin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit über 2 Jahren leiden und sterben Menschen in der Ukraine. Der russische Angriffskrieg ist ein Verbrechen. Die Bombardierung ukrainischer Städte und Infrastruktur muss beendet werden. Russische Truppen haben in der Ukraine nichts zu suchen. Und unsere Solidarität gilt den Menschen im Kriegsgebiet und den Millionen auf der Flucht. Die wichtigste Frage ist, wie kann das Sterben gestoppt werden?
Und wie kann dieser furchtbare Krieg so schnell wie möglich beendet werden? Nach 2 Jahren sehen wir doch, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen hat eben nicht zu einer Beendigung des Krieges geführt. Wir erleben einen festgefahrenen und zermürbenden Abnutzungskrieg mit immer mehr Toten und immer größerer Zerstörung und mit einer enormen Eskalationsgefahr für den gesamten Kontinent und darüber hinaus. Und ich bin schockiert, mit welcher Leichtfertigkeit einige Abgeordnete nach Taurus und nach immer weitreichenderen Waffen rufen, meine Damen und Herren. Warum diskutieren wir hier eigentlich nie, wie Deutschland sein Versprechen endlich einlösen kann, russischen Deserteuren und Kriegsverweigerern, die Menschen, die sich weigern, für Putin in den Krieg zu ziehen, wieso, wie wir es schaffen, denen Schutz und Asyl zu bieten, so wie Deutschland es eigentlich versprochen hat. Das wäre ein echter Beitrag für den Frieden. Die FDP, habe ich gesehen, plakatiert jetzt für die Europawahl Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Oma Courage. Nur mal zur Erinnerung, in Bertolt Brechts Stück ist die Mutter Courage eine Geschäftsfrau, die mit dem Krieg Geld verdient, die nicht will, dass er endet und alle ihre Kinder im Krieg verliert. Ich lasse mir von euch den Krieg nicht madig machen, sagt Mutter Courage. Frage, was will die FDP uns mit diesem Plakat sagen? Dass Frau Strack-Zimmermann eine Rüstungslobbyistin ist oder was wollen Sie genau damit aussagen? Herr Bundeskanzler, ich bin selten mit Ihnen einer Meinung. Aber bei der Ablehnung von Taurus und die Taurus-Marschflugkörper zu liefern, haben Sie uns als Linke auf Ihrer Seite, im Gegensatz zu vielen Abgeordneten von Grünen und FDP. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt es ab, Raketen zu liefern, die eine Reichweite bis Moskau haben. Aber ich sage auch, Herr Bundeskanzler, bleiben Sie diesmal standhaft. Denn wir erinnern uns. Bei den Leopard-Kampfpanzern, bei anderen Waffensystemen haben Sie auch erst Nein gesagt, um dann doch zu liefern. Wir sagen, eine deutsche Kriegsbeteiligung, die Beteiligung deutscher Soldaten muss verhindert werden. Es geht um nicht weniger als die Gefahr eines neuen Weltkriegs. Und ich sage, mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn der französische Präsident Macron über den Einsatz von NATO-Truppen in der Ukraine fabuliert. Das Eintreten für Verhandlungen ist keine Parteinahme für Putin. Auch dieser Krieg wird am Ende am Verhandlungstisch beendet werden. Die Frage ist, wie lange es dauert und wie viele Menschen bis dahin sterben. Wir brauchen eine diplomatische Offensive. Und um es in den Worten von Heribert Brandl zu sagen, es ist immer noch realistischer, Verhandlungsbereitschaft herbeizuverhandeln, als den Frieden herbeizubomben, meine Damen und Herren. Sicherheit in Europa und in der Welt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Sicherheit für Europa und in der Welt erreichen wir nicht durch Kriegstüchtigkeit, durch EU-Atombomben und ein neues Wettrüsten. Langfristige Sicherheit gibt es nur durch dauerhafte Friedenssicherung und den Wiedereinstieg in Abrüstungsverhandlungen. Vielen Dank. Michael Georg-Link für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Woche Montag hat die russische Staatsduma eine bizarre Stellungnahme beschlossen, die sie an uns hier im Deutschen Bundestag richtet. Darin stellt sie nicht nur unsere Luftwaffe mit Hitlers Wehrmacht in eine Reihe und greift besonders Verteidigungsminister Pistorius persönlich an. Sie unterstellt auch der Bundesregierung, sie wolle, dass die Ukraine das militärische Konfliktgebiet ausweitet. Es wird allen Ernstes behauptet, Soldaten aus NATO-Staaten und ausdrücklich auch aus Deutschland seien heute schon aktiv an Kampfoperationen innerhalb der Ukraine beteiligt. Kolleginnen und Kollegen, das zeigt erneut, welchen Propagandakrieg das russische Regime gegen uns führt. Wir weisen solch ein dreistes Verdrehen von Tatsachen, solche blanke Lügen in aller Öffentlichkeit und Deutlichkeit zurück. Noch dazu von einem Parlament, das keinerlei demokratische Legitimation hat, siehe Berichte von OSZE und Europarat, und das vom Regime Putin handverlesen eingesetzt ist. Dieser Strategie, Kolleginnen und Kollegen, Putins, der Einschüchterung der deutschen Öffentlichkeit, dürfen wir aber nicht selbst noch durch das Beschwören von Ängsten und Gefahren auch noch unwillentlich den Boden bereiten. Deshalb ganz wichtig bei dieser Sache, bleiben wir dabei und sprechen wir uns nicht gegenseitig die Redlichkeit ab. Man kann in der Tat bei vielen dieser Fragen zu unterschiedlichen Abwägungen kommen, aber lassen Sie uns das erinnern, was wir beschlossen haben, gemeinsam. Wir haben gemeinsam in der letzten Sitzungswoche einen Antrag beschlossen, der Koalitionsfraktionen,
für die Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen an die Ukraine, zum Beispiel für die völkerrechtskonforme gezielte Unterbrechung des russischen Nachschubs weit hinter den Linien. Damit hat der Deutsche Bundestag, Kolleginnen und Kollegen, die Türen für die Lieferung des Waffensystems Taurus in jeder Hinsicht weit geöffnet. Und für die FDP erkläre ich hier erneut, dass wir erwarten, Herr Bundeskanzler, dass die Bundesregierung dies nun auch in die Tat umsetzt. Sie, Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, beantragen erneut in einen Extraantrag Taurus. Und Sie erwecken so ein bisschen den Eindruck, als ob der Bundestag das selbst entscheiden könnte, so wie bei Bundeswehreinsätzen es selbst entscheiden könnte. Das ist ein Antrag, wo Sie sich dann weiter noch an Bundesverteidigungsminister Pistorius abarbeiten. Insgesamt einfach ein Antrag, wo ich sage, das ist zu klein für den Ernst der Lage. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht das Hin und Her, das übliche Abarbeiten zwischen Regierung und Opposition brauchen, sondern Gemeinsamkeit der Demokraten. Dem wird der Antrag nicht gerecht, deshalb lehnen wir ihn ab. Aber wir sagen umso deutlicher auch eins. Wir erwarten, dass der politische Auftrag aus dem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen von allen Teilen der Bundesregierung tatsächlich endlich aufgegriffen wird, damit die Ukraine diesen Verteidigungskampf gewinnen kann. Wir nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen die Bedenken, die die Kritiker einer Lieferung von Taurus ins Feld führen, sehr, sehr ernst. Selbstverständlich, weil hier geht es darum, dass Deutschland in der Tat kein Kriegsteilnehmer werden darf. Aber wir sind als FDP-Fraktion nach intensiver Diskussion alle Fakten, die haben klaren fachlichen Meinungen, dass sich die von den Kritikern der Taurus-Lieferung genannten Probleme bei Lieferung und Bedienung des Taurus sicher und zuverlässig lösen lassen. Dabei nehmen wir auch die Sorgen all derer, die sich Frieden wünschen, natürlich selbstverständlich besonders ernst. Aber wir halten es hochproblematisch, wenn von Seiten der Taurus-Gegner mit gefährlich klingenden Andeutungen suggeriert wird, Deutschland könne durch die Lieferung von Taurus Kriegsteilnehmer werden. Die das tun, die das sagen, sie wollen, ja, richtig, Schaden vom deutschen Volk abwenden. Das ist natürlich die oberste Maxime, die immer gelten muss. Aber wenn man dieser Maxime folgt und dabei die Bedrohung durch Putins Regime in ihrem ganzen Ausmaß mit einbezieht, dann muss man die Frage, wie wir Schaden vom deutschen Volk abwenden wollen, anders beantworten. Was ist besser, der Ukraine in diesen dramatischen Wochen dringend benötigte Waffen nicht zu liefern, obwohl man es mit der nötigen Vorbereitung auf sichere Weise könnte, oder zu riskieren, dass in Zukunft russische Panzer in Lemberg an der polnischen Grenze stehen? Für uns ist die Antwort klar. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Helfen wir der Ukraine jetzt mit allem, was wir sicher liefern können, auch mit Taurus, bevor es zu spät ist und die Bedrohung für Deutschland noch größer wird. Vielen Dank. Dr. Sarah Wagenknecht für die Gruppe BSW ist die nächste Rednerin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Union hat offenbar den Ehrgeiz, allen, die die Nase gestrichen voll haben von dieser desolaten Ampel, eindringlich zu demonstrieren, dass es für unser Land tatsächlich noch etwas Schlimmeres geben könnte als einen Kanzler Olaf Scholz. Und das wäre ein Kanzler Friedrich Merz. Schon die Regierung Scholz hat eine rote Linie nach der anderen überschritten. Inzwischen sind wir so weit, dass deutsche Luftwaffenoffiziere in aller Seelenruhe darüber debattieren, wie man mit deutschen Marschflugkörpern russische Ziele zerstören kann. Und nein, der Skandal besteht nicht darin, dass sie sich dabei belauschen lassen. Der Skandal besteht darin, dass es mittlerweile normal scheint, solche Debatten zu führen. Unsere grandiosen Militärexperten von den Grünen belehren uns jetzt seit 2 Jahren, welchen Gamechanger wir als nächstes liefern müssen, damit die Ukraine damit garantiert den Krieg gewinnt. Die FDP gibt der Union und der Opposition damit inzwischen Formulierungshilfe, um einen Waffenantrag gegen den Kanzler durchzusetzen. Und in der CDU schwärmen Leute wie Herr Kiesewetter davon, mit deutschen Raketen Ministerien in Moskau zu zerstören. Also wenn der Papst dann
in diesen ganzen Wahnsinn hineinruft, dass Kiew lieber verhandeln sollte, als das Land in den Selbstmord zu treiben, dann wird sogar er als Putin-Troll von Ihnen allen niedergemacht. Also wer diese Debatte verfolgt, der kann sich doch nur noch fragen, haben Sie wirklich alle den Verstand verloren? Die ganze Welt außerhalb der deutschen Politblase weiß, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, dass in der Ukraine schon lange nicht mehr gesiegt, sondern nur noch gestorben wird, brutal und blutig jeden Tag, und dass auch Taurus daran überhaupt nichts ändern würde. Das Einzige, was sich ändern würde, ist, dass Deutschland damit in den Augen Russlands wohl definitiv zur Kriegspartei würde. Und deshalb, ich komme zum Schluss, womit Sie hier fahrlässig spielen, das ist die Sicherheit und im schlimmsten Fall das Leben von Millionen Menschen in Deutschland. Und deshalb kommen Sie endlich zur Besinnung, bevor es zu spät ist. Für die Unionsfraktion ist der nächste Redner Florian Hahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne hätte ich auch den Bundeskanzler begrüßt, aber er entzieht sich ja seit Monaten dieser Diskussion. Nur gestern konnten wir ihn mal zwingen, in der Regierungsbefragung hier im Parlament Stellung zu nehmen. Und da sagte er, er würde jetzt den Stier bei den Hörnern packen. Aber die Realität bei dem Thema zeigt, er packt nicht den Stier bei den Hörnern, er läuft vor dem Stier davon, meine Damen und Herren. Und das ist das, was mir Angst macht. Der Verlauf der Debatte und die Beiträge der Ampel zeigen eins. In der Kategorie Nebelkerzen erleben wir bei Ihnen absolute Vollausstattung. Der Kollege Mützenich, die erste Nebelkerze, der versucht zu sagen, wir sind super, aber die anderen Partner machen so wenig. Warum diskutieren wir eigentlich nicht darüber? Das ist doch nicht was, was für Zusammenhalt in Europa spricht, sondern dass Sie machen genau das Gegenteil, Herr Kollege Mützenich. Nächste Nebelkerze. Sie kritisieren, dass der bayerische Ministerpräsident sich mit Taurus abbilden lässt, weil er dafür wirbt, dass wir Taurus an die Ukraine liefern. Ihr Bundeskanzler stellt sich an eine neue Munitionsfabrik und lässt sich schöne Fotos machen. Nur der Unterschied ist eins, Söder würde Taurus liefern, aber die Bundesregierung ist noch nicht mal in der Lage, ausreichend Munition an die Ukraine zu liefern. So ist es nämlich. Sie eiern, und Herr Kollege Mützenich, Appeasement hat noch nie gegen Tyrannen geholfen. Und Ihre Appeasement-Haltung, die macht nicht nur mir Angst, sondern die hat nach Ihrer Rede, Sie konnten es an den Gesichtern in der Fraktion der Grünen und der FDP sehen, die macht dem größten Teil in diesem Hause Angst, lieber Herr Mützenich. Und ich kann Ihnen nur sagen, ebenso Angst macht, dass Sie in einer Linie sind mit Frau Wagenknecht und mit Frau Weidel, mit AfD, mit Linken und die SPD bei dieser Appeasement-Haltung. Im Wesentlichen geht es heute um eins, unseren Antrag, Taurus zu liefern. Und um es gleich zu sagen, das ist ja die nächste Nebelkerze, Frau Brugger, Kollege Link, um eine Nebelkerze gleich mal auszulöschen. Unser Antrag wurde nicht wieder hier gestellt neu. Dieser Antrag ist im November gestellt worden. Und um die Befassung, dass sie jetzt erst stattfindet, haben wir Ihrer Verzögerungstaktik zu verdanken. Denn Ihre sogenannte Fortschrittskoalition hat sich gescheut, endlich mal über dieses Thema zu diskutieren. Und das ist eigentlich arm, und das ist, zeigt, wie zerrüttet tatsächlich auch dieses Ampelbündnis ist. Aber sehen wir es positiv. Es ist jetzt auch eine Chance. Eine Chance, heute für die Ukraine zu stimmen. Und wir haben das schon mal gemeinsam erfolgreich gemacht. Deswegen, ob Anträge jetzt welche Wirkung entfalten können, haben wir erlebt, als es um schwere Waffen für die Ukraine geht. Da hat sich dieses Haus durchgesetzt und die Regierung davon überzeugt, dass wir das tun können. Und deswegen sollten wir das heute auch wieder tun. Viele von Ihnen wollen den Taurus an die Ukraine liefern.
Mit vielen von Ihnen stand ich bei pro-ukrainischen Demonstrationen, wie zuletzt in München anlässlich der Sicherheitskonferenz, zusammen auf der Bühne, um die Notwendigkeit der tatkräftigen Unterstützung für die Ukraine deutlich zu machen. Aber warme Worte helfen in diesem furchtbaren Krieg nicht, lieber Toni Hofreiter. Es braucht Taten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie haben heute die Chance dazu. Und deshalb kann ich Sie nur auffordern, haben Sie heute endlich den Schneid, das zu tun, wofür wir alle von den Bürgern gewählt wurden. Geben Sie Ihre eigenen Überzeugungen auch eine Stimme und stimmen Sie entsprechend ab und lassen Sie sich nicht erpressen vom Bundeskanzler. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus gegebenem Anlass weiß ich noch relativ genau, was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Und vor 10 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sich Juden in Deutschland so unsicher fühlen, dass sie deshalb ans Auswandern denken. Und vor 10 Jahren hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass unsere Demokratie wieder von rechten und linken Extremisten bedroht ist. Und vor 10 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass der Krieg mit all seinen furchtbaren Facetten in Europa zurück ist und bereits Hunderttausende Opfer gefordert hat. Ich dachte, die Frage Freiheit oder Tyrannei ist entschieden. Ich war so guter Hoffnung, dass sich diese Frage meinen Kindern nicht mehr stellt. Die Frage Freiheit oder Tyrannei ist aber zurück. Und wenn ich heute einen Wunsch äußern darf, dann lassen Sie uns zusammen diese Frage klar beantworten. Wir stehen für Freiheit und wir kämpfen für diese Freiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Robert Pfarrer ist der nächste Redner. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Merz, für Ihre innenpolitischen Taurus-Machtspiele nehmen Sie unser Volk in Geiselhaft und setzen es einem unverantwortlich hohen Risiko aus, bis hin zur nuklearen Vernichtung. Mit der Ausbildung von ukrainischen Soldaten an deutschen Waffen hat die Regierung bereits juristisch den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung laut Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages überschritten. Spätestens nach der Debatte in der russischen Staatsduma am Dienstag ist klar, dass angesichts der Äußerungen der Bundeswehrgeneräle vom russischen Parlament eine Aggression gesehen wird, möglicherweise sogar eine Kriegserklärung. Ich fordere Justizminister Buschmann auf, den Generalbundesanwalt anzuweisen, ein Ermittlungsverfahren gegen diese Bundeswehrgeneräle Gerhards und Gräfe wegen der Vorbereitung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges einzuleiten. Boris Pistorius hätte die Generäle, die den Krieg im Sinne von Kiesewetter nach Russland tragen wollen, sofort entlassen müssen. Das hat er nicht getan. Stattdessen deckt er diese Leute. Pistorius hat damit gezeigt, dass er für das Amt des Verteidigungsministers völlig ungeeignet ist. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Leben, das Leben der deutschen Bürger, muss in unserem Mittelpunkt stehen für alle Überlegungen in diesem Parlament. Es darf Deutschland niemals in einen Aggressionskrieg verwickelt werden. Und ja, die Ukraine bombardiert schon seit Wochen, wenn Sie das auch nicht wissen, russisches Territorium. Herr Falle, Ihre Redezeit ist vorüber. Ich komme damit zum Schluss. Machen wir die Bundestagswahl zu einem Bekenntnis zum Frieden und gegen den Krieg. Schluss mit den grünen Parlamentariern, den CDU-Parlamentariern, die hier für einen Krieg eintreten und Stimmung machen. Schluss damit. Wir unterstützen den Kanzler bei der Ablehnung. Es war ein bisschen mehr wie anderthalb. Darum habe ich Ihnen das ja signalisiert, dass Ihre Redezeit schon vorüber ist. Und der letzte Redner in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Ralf Stegner.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mitten in Europa tobt ein schrecklicher Landkrieg. Deutschland ist mit Abstand der größte Unterstützer der ukrainischen Verteidigung in Europa, weil Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir mit Leidenschaft darüber streiten, obwohl ich sagen muss, dass ich für manches, was ich auch aus den eigenen Koalitionsreihen höre, wenig Verständnis habe. Ich weiß gar nicht, wo diese rhetorische Militanz eigentlich hinführen, wen die abschrecken soll. Jedenfalls nicht die richtigen. Und ich muss sagen, Putin führt ja seinen Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch den digitalen hybriden Krieg um die öffentliche Meinung. Und man darf ihm nicht auf den Leim gehen. Und ich will auch sagen, das tun die Rechtsradikalen, die sein Geschäft machen. Und bei allem, was uns trennt, wir haben hier Gemeinsamkeit gegen die Demokratiefeinde. Lassen Sie das nicht vergessen, bei aller Leidenschaftlichkeit, mit der wir hier miteinander debattieren. Aber auch Sie von der Union sollten das Desinformationsschachspiel nicht mitmachen, wo Sie übrigens mitnichten Großmeister sind. Da, wo Außenpolitik gefragt ist, machen Sie Innenpolitik. Da, wo es um staatstragende Opposition geht, machen Sie Fundamentalopposition. Ihnen geht es nicht darum, langfristigen Schaden zu vermeiden, sondern Sie wollen kurzfristige Schlagzeilen haben, so wie Ihre republikanischen Parteifreunde in den USA übrigens auch. Man muss es schon sagen, diese Obsession um einen Marschflugkörper, der übrigens eine Tod- und Zerstörung bringende Kriegswaffe ist, verlässt zunehmend die Bahn einer vernünftigen Debatte, die man darüber hat. In anderen Ländern gibt es die auch gar nicht. Die Vorwürfe an den Bundeskanzler sind grotesk. Angeblich haben Russen teilgenommen an einer Telefonkonferenz von Offizieren. Weder war das so, noch wäre das technisch möglich gewesen. Wahlweise sagen Sie, der Bundeskanzler hätte gelogen oder Geheimnisverrat begangen. Nichts davon stimmt. Alles wurde widerlegt. Teilweise in Sitzungen, die vertraulich sein müssen wegen der technischen Details, wurde das ausgeräumt. Das weiß Herr Röttgen. Man merkt an dieser Stelle, dass der letzte Außenminister der Union vor 58 Jahren sein Amt verlassen hat. Die Kompetenzen sind vollständig abhanden gekommen von der Union an dieser Stelle. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie sollten Ihre Leute mal zurückpfeifen. Und Herr Hahn, Sie haben zwar heute Geburtstag, aber dem sozialdemokratischen Fraktionsvorsitzenden Mützenich Appeasement vorzuwerfen, ist eine Unverschämtheit, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Es waren die Sozialdemokraten, die den Nazis widerstanden haben bis zum Schluss. Hören Sie auf mit den Appeasement-Vorwürfen. Hören Sie auf mit den Appeasement-Vorwürfen. Und ganz ehrlich, was Ihre Leute sagen, Herr Kiesewetter ist mehrmals zitiert worden, den Krieg nach Russland hineintragen. Zu sagen, wie Herr Spahn, wie ich das gelesen habe, der sagt im Fernsehen, der Kanzler habe Angst, man könne seinen Angstschweiß riechen. Als ob es darum ging, den Schützenkönig von Schöpping auszurufen. Es geht um Krieg und Frieden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wäre bei Ihnen wirklich angebracht. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, an diesem gefährlichen, verantwortungslosen und infantilen Gerede merkt man, was man zu erwarten hätte, wenn die Bürgerinnen und Bürger eine Merz-Söder-Spahn-Regierung hätten und keine, die von Olaf Scholz geführt wird. Das muss man ganz deutlich sagen. Und dann sagen Sie, einmal sagen Sie, der Bundeskanzler richte sich nach den Umfragen, und dann sagen Sie, er rede so, und deswegen seien die Umfragen so. Was stimmt denn nun? Ich sage Ihnen eines, der Bundeskanzler richtet sich nicht nach demoskopischen Werten und Stimmung auf Social Media, sondern entscheidet besonnen nach reiflicher Abwägung. Das ist übrigens Verantwortung. Um es mal mit Walter Scheel zu sagen, das Zitat haben wir schon häufiger gehört, es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun, es populär zu machen. Genau das macht Olaf Scholz. Sie wissen das, das gefällt Ihnen nicht, uns schon. Und Sie werden noch merken, der Bevölkerung auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zum Antrag der Unionsfraktion mit dem Titel Unterstützung für die Ukraine konsequent fortsetzen, Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers beschließen. Es liegen hierzu zahlreiche Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 19/104/33 den Antrag der Unionsfraktion auf der Drucksache 19/93 abzulehnen. Die Fraktion der Union hat namentliche Abstimmung beantragt und verlangt. Sie haben zur Abgabe nun 20 Minuten Zeit. Die Schriftführer und Schriftführerinnen haben bereits die Urnen besetzt. Vielen Dank. Und damit eröffne ich die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 19/104/33. Und die Abstimmungsurnen werden um 12.10 Uhr wieder geschlossen. Ich gebe Ihnen vorab noch mal das Ende
der Abstimmungen bekannt. Und nun rufe ich auf die